Wie schätzt man hier? Keine Ahnung. Ich will das Zelt mitnehmen. Okay, aber das Spiel weiß noch, dass es mein Zelt ist. Also von daher alles gut. Warte mal, ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Buch. Umgucken. Zoom. Was? Ich kann sogar rauszoomen. Also noch weiter nach hinten zoomen. Geht das auch, wenn ich in der Third Person, in der First Person bin? Ja, lol, es geht hoch. Mit welcher Taste denn? Nur ist auf dem Numpad. Stimmt. Der hat sich, der gerade gezuckt. Was laufen wir mal? Ich hab Jo geschrieben. Ich hab nichts gehört. Ich hab's geschrieben, hab ich gesagt. Lol. Okay, wollen wir zurückgehen? Gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Huch. Wie du immer noch die Flashlight in der Hand hast. Nicht sogar an. Was? Also bei mir ist sie aus. Aber du läufst damit geil. Noch tuntiger, noch tuntiger als sonst. Naja, wenn es eine Pistole wäre, dann würde es vielleicht Eindruck machen, ja. Aber irgendwie läuft mein Charakter merkwürdig. Ach so, hä? Wo bist du überhaupt? Guck mal, ich drück W und der läuft nicht in die Richtung, in die ich will. Irgendwas stimmt hier nicht. Weißt du noch, jetzt, wo wir hergekommen sind? Ja, aber ich habe gerade irgendwie Charakterschwierigkeiten. Ich will in die Richtung und ich drück. Guck mal hier, ich guck zu dir und ich drück B und der läuft trotzdem weiter geradeaus. Das ist gerade ein bisschen doof. Lol. Moment. Moment, wie habe ich das hingekriegt, dass das so ist? Warte mal. Also ich bin auf jeden Fall schon mal stolz auf uns, dass wir das Zelt überhaupt gefunden haben. Ich könnte dir so leicht eine Kugel in den Kopf schießen. Aber ich tue es nicht. Ich lade lieber nochmal nach. Warte mal, irgendwas. Ah, jetzt, oder? Nee. Hä? Was stimmt hier nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Irgendwie die Maus lässt sie mal. Lol. Ach, nee. Hä. Ich hab die Maus eingerasselt mit irgendeinem. Ja, denn. Zur Not. Heilige Scheiße, was. Was hat der denn jetzt, ey? Interessant. Ja. Und was sagen Sie dazu, Sergeant? Wir haben dich zu verteidigen, Sie dämliches Arschloch! Ich schieße in die Fresse weg! Komm her, komm her, komm her, komm, ich blass dir ein. Was zum Teufel, ey? Wie machst du das, Junge? I don't know. Was zum Teufel drückst du dafür? Der hat das jetzt von alleine gemacht. Er macht das doch nicht von alleine, irgendwas musst du gedrückt haben. Hör auf, dich auf den Boden zu legen, Alter!
Was war das? Was? Hä? Mach mich doch nicht paranoid. Okay, Sanko hat leichte Steuerungsprobleme. Sanko, ganz ehrlich, was hast du bitte gedrückt, ey? Ich hab fast annähernd jede Taste durchgedrückt hier. Meine Tastatur. Es ist wirklich bezaubernd, mit dir auf der Straße zu stehen. Wenn deine Steuerung tilt, musst du sonst reconnecten, dann ist sie wiederhergestellt meistens. Naja, also nicht komplett vom Server, du musst einfach nochmal in die Multiplayer-Setup da gehen und dann nochmal raufgehen. Du meinst auf Abort und dann... Ja genau, Abort, dann einmal auf Disconnect und dann wieder auf OK, statt ganz vom Server runter zu gehen. Ja, solange stehen wir hier und gucken uns die Straße an. Die Straße kann alles. Die Straße kann in unsere Seelen blicken. Die Straße. Oder wir suchen einfach sinnlos die Taste, die Sanko benutzt hat, um sich hinzusetzen. Ups. Das war sinnig. Nein. Q war es auch nicht. T. Was macht er auf Z? Gucken wir mal U. I. Ach, I können wir sehen, was die Player so machen. Gucken wir mal O. P. P haben wir nochmal Player. Ü. Auf Ä setzt er sich hin. Ja, super. Was macht er auf Ö? Ja, keine Ahnung. Mischt. Auf Ö macht er nix. Gucken wir mal L. K. J. J sehen wir wieder irgendein Task. H ist Blödsinn. Die F-Tasten, da kennen wir alle. Machen wir mal N. Wow, 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 Moment mal. Wenn wir auf M gehen, sehe ich hier Maps. Haben wir eine Map? Haben wir leider nicht. Oder wir drücken einfach wieder auf L und dann legen wir uns erstmal wieder hin. Kann man im Liegen schießen? Das wäre eigentlich verdammt awesome. Aber wie hast du das mit dem Sabotieren gemacht? Ah, ich hab's. Nein, die andere daneben. Okay, wollen wir dann mal weitergehen oder willst du da weiter hocken? Und auf meine Eier zielen. Also ich frag dich nochmal, weißt du, wo wir hergekommen sind? Ja, so ungefähr. Ja, super. Naja, wir müssen auf jeden Fall zurück nach Tscherno, ne? Mhm. Also ich glaube, irgendwo hier müssen wir gleich rechts über den Berg irgendwie, oder? Über? Nee, geradeaus weiter. Hä, wir sind doch irgendwann über den Berg gekommen. Ja, ja, aber wir sind ja noch auf dem Berg drauf, den wir raufgegangen sind. Also wir müssen auf jeden Fall schräg nach rechts. Ja, immer geradeaus gerade, warte mal. Nicht darunter, auf jeden Fall. Warte, warte, ich guck grad, ob ich das andere Zelt finde, das wir vorhin gefunden haben. Nein, nein, nicht darunter. Wir müssen nach rechts. Wir sind von Tscherno aus nach links landinnen gegangen, also müssen wir nach rechts. Ja, ja. Aber hier müsste irgendwo das Zelt sein. Hier? Nein, so dicht war das doch nicht an unserem dran. Naja, aber wir sind nicht so lange auf die Straße gelaufen. Naja, wir sind von rechts gekommen. Weil wir müssen auch schräg nach rechts wieder rüber. Und das machen wir jetzt auch, weil ich will nicht auf der Straße laufen. Da sind mir zu viele Player. Manchmal unterwegs. Wo bist du überhaupt? Ach, da hinten. Hier vorne. Was machst du denn da? Zu denn schon? Hier. Bei dem Schild. Nee, hier, rechts, von dir rechts. Ach so, da. Guck mal hier, an dem Schild sind wir vorbeigekommen. Ja, das stimmt. Okay, haben wir uns beide gehört. So.
Aber wir müssen trotzdem nach rechts und nicht nach links. Weil, wenn wir nach links gehen, kommen wir zu Elektrov. Wir wollen aber nach Tscherno. Mhm. Und vor allem kommen da gleich Häuser und Zombies und... Lass lieber durch den Wald hier gehen. Oh Mann, ich hoffe, mein Speicherplatz reicht für die komplette Aufnahme. Auch das sollte man nicht in der Aufnahme sagen. Ja, ich nehme einfach zu viel auf. Tut mir leid. Scheiße. Meinst du, bis nach ganz oben müssen wir nicht. Wir müssen aber so ein bisschen schräg rüber. Boah, diese dreckige W-Taste. Wo bist du? Hinter dir. Ach, da hinten. Scheiße, ich glaube, Sid hat das ganze Essen, oder? Ich hab auch was. Außerdem hast du auch selber. Oder? Warte mal, ich glaube, ich hatte dir eins gerade vorhin rausgenommen aus dem Inventar. Nee, das hast du noch. Ich hab. Oh fuck, jetzt hab ich außerdem meine Waffe abgelegt. Ich hab. Ah ja, stimmt, das Cooked Meat habe ich noch. Da vorne sind Häuser. Häuser? Stimmt. Okay, warte mal, ich gehe mal auf die Karte gucken. Also, da waren wir. Sind über den Berg gegangen. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da irgendwie... Warte mal, von uns aus rechts vor... Oh, Kacke. Egal, wir gehen einfach weiter. Server will auto restart in 1 hour. Das ist ja toll. Ah, da ist die Straßenkreuzung. Warte, ich guck nochmal auf die Karte. Die Kreuzung, die ist hier. Dann sind wir also hier jetzt. Okay. Alles klar. Dann weiter geradeaus. Vorausgesetzt, du stehst nicht im Weg. Im Grobprinzip ist es ganz einfach. Wir müssen einfach nur Richtung Tscherno. Guck mal. Hä? Wo bist du denn? Warte, pass mal auf. Warte. Jetzt. Das sieht ja geil aus. Yeah, Jackie Chan, Digga, Jackie Chan. Aber mir gefallen gerade meine Hosentaschen, ja? Oh, Vorsicht, da links kommen so langsam Zombies. Ich hänge im Baum fest. Lass mal lieber langsam laufen. Also so langsam sprinten. Duckt. Ach so. Huch, was war denn das für ein Geräusch? Warst du das? Ja. Ich bin so ein Knirschen gehört. Ich meine, hier, von hier aus sind wir definitiv nicht gekommen. Sind wir auch nicht. Wir gehen jetzt viel zu sehr an der Straße lang. Nicht hier mit meiner Funzel, ey. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Wir sind irgendwie viel zu weit landeinwärts gelaufen. Befürchte ich. Also hier gibt es nur eine Kreuzung. Und die geht eigentlich, wenn man vom Wald aus dahin kommt, nach links nach Tscherno. Aber das kann eigentlich nicht sein. Egal. Pass mal auf.
Es ist alles okay, Vita. Es ist alles okay. Guck mal da hinten. Warte mal, guck mal ein bisschen weiter hierher. Ja, was ist denn? Siehst du da hinten die Stadt? Ja. Kleine? Das ist die, wo wir vorhin durchgegangen sind. Echt? Oder das müsste auf jeden Fall die sein, ja. Ja, wir müssen daran vorbei. Wir müssen in diese Richtung da. Wo wir jetzt, besser, haben wir wo wir jetzt hingeguckt haben. Haben wir dann die Stadt umgangen? Das war ganz gut. Ja, aber ich gehe einfach nicht gerne an der Straße lang. Das ist das Problem. Ah, da hinten sind auch Straßenschilder. Sehr gut. Fernglas haben wir leider nicht dabei, aber... Ich versuche mal so dicht an die Schilder ranzukommen, wie es geht. Aber ich habe eigentlich keine Lust jetzt auf eine wilde Zombie-Ballerei. Okay, wo bist du? Genau hinter dir. Genau hinter mir. Okay, pass auf. Ich gehe mal eben zu den Schildern. So ein bisschen. Lass mich lieber, ich bin noch schneller als du. Ja, aber die kriegen einen sowieso nicht, wenn man anfängt zu sprinten. Drauf geschissen, wir brauchen die Schilder nicht. Da hinten ist Tscherno. Weiter geradeaus. Es gibt hier nur eine große Stadt und das ist Tscherno. Scheiß drauf, jetzt gucke ich doch zum Schild. Extra für unsere Zuschauer. Ja, 1 Kilometer ist Tscherno. Ja, so, also ihr könnt das nicht lesen, aber wenn man die Karte auf Google eingibt und, wenn man das oft genug gelesen hat, dann weiß man, was, wie heißt und das geht dann schon. Ach, ich muss mich mal anders hier sitzen. Ach, so. Wo bist du? Ach, immer direkt hinter dir. Vita mit der Waffe im Anschlag. Okay, da links sind ein paar Zombies. Ich gehe hier mal ein bisschen landeinwärts. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich wieder zumindest zum Teil zu dem Stück zurück, wo wir mit Sid waren. Ah ne, guck mal, da sind wir vorhin durchgegangen. Naja, das, die habe ich doch gemeint. Ja, und da hinten war die, die ich eben, also wo wir eben waren, da. Wir sind, jetzt sind wir, also vorhin sind wir ein bisschen quasi wie so ein gerader Strich da durchgelaufen, jetzt sind wir halt so eine kleine Kurve gelaufen. Und haben aber dafür die Stadt umgangen, das war ziemlich schlau. Ja, weniger Stress auf jeden Fall. Bis jetzt. Da hinten ist so eine kleine Hütte, zu der ich eigentlich nicht möchte. Wow! Was denn? Mir war so, als hätte ich Schüsse gehört. Kriecht da nicht jemand oder ist das nur ein Stein? Wo? Genau da am Baum. Hier vorne an dem Büsch. Da sind Schüsse. Von rechts. Scheiße, wir müssen nach rechts. Also wir müssen hier weiter geradeaus. Ich meine, wir müssen ihn ja nicht schießen, solange er nicht auf uns schießt. Das Problem ist, wenn er auf uns schießt und uns trifft, sind wir tot. Glaub mir. Nicht definitiv, ich kann mich nicht wehren, ich kann ja nicht mal boxen. Ja, es ist aber so, wenn der auf dich ballert, dann ist Feierabend. Der, wenn der gut ziehen kann, verpasst du dir einen Headshot und dann... bist du instant auf 2000 Blut und dann kannst du deinen Charakter schon begraben. Aber da hinten ist Tscherno. Da ist das Tech-Teil, Alter. Vielleicht ist der da hinten auch in der Kleinstadt und ballert da vor sich rum. Wenn er auf uns schießen würde, wäre es lauter. Bist du immer noch hinter mir? Ach ja, da.
Super. Oh, was war das für ein Geräusch? Eine verdammt gute Frage. Also, hier ist das und da hinten irgendwo ist das Krankenhaus, wo wir mit Sid waren. Also irgendwo hier sind wir vorhin mit Sid stehen geblieben. Ja, aber nicht hier. Wir waren noch nicht so nah am Wald. Waren wir nicht? Mhm. Du bist ja da kriecht. Oh. Nee, das ist ein Schwein. Nee, da ist ein Schwein. Ach da. Scheiß auf das Schwein. Wo war denn das? Wo bist du jetzt? Hier. Vorne. Aber waren wir wirklich so dicht an der Stadt? Waren wir da rechts bei den Bäumen mit Sid, oder? Warte mal kurz, ich leg mich mal hin. Mach ich mit. Ich guck mal, ob ich einen Screenshot auch noch finde. Warte. Computer. Boah, jetzt dauert das Ewigkeit gerade, ey. Arma 2 Ordner, da wird das nichts drin, steht hier. Oh, Windows Explorer funktioniert nicht mehr. Ein Hoch auf Windows. Ja, er funktioniert immer noch nicht mehr. Ach man. Soll das hier? Ah, doch geschissen jetzt. Warte. Ach ja, mein Windows Explorer ist nicht mehr da. Ja, ich bin der Meinung, das war hier irgendwo in der Nähe. Also selbst wenn wir jetzt rausgehen, werden wir uns auf jeden Fall wiederfinden, weil wir sind in der Nähe. Es muss irgendwo hier vorne bei den Bäumen gewesen sein. Hm. Weil das Krankenhaus ist da hinten. Boah, Schock, Alter. Was ist los? Aber guck mal, bei einem Zaun sind wir nämlich vorhin lang gelaufen. Ja, das muss hier irgendwo rechts von uns sein, oder? Noch ein bisschen weiter tiefer, ja. Ich glaube, genau hier müsste das gewesen sein. Ja, irgendwo hier. Also hier, so in dem im Kabuff. Ja? Ja, stimmt, das kommt hin. Alles klar. Wir haben das Zelt zwar gefunden, aber konnten es nicht mitnehmen. Dafür hatten wir eine kleine Abenteuerreise. Was machst du jetzt? Hübsch. Ja, möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte loslassen? Warte. Warte, okay. Geht nicht. Will nicht. Tu mir mal einen Gefallen und dreh die Maus die ganze Zeit so im Kreis, weißt du? Wenn du liegst und die Taschenlampe hältst. Ah, geil. Alter, es ist geil. Das ist echt ein Highlight. Das habe ich aber immer noch nicht herausgefunden, wie ich die anmache. Keine Ahnung. Man denn eigentlich? Das sah auch ganz besonders schön aus. Naja, ich werde die Aufnahme mal beenden, ne? Wir machen hier nichts mehr Souveränes. Sanku versucht seine Taschenlampe zum Laufen zu bringen. Also dann, Sanku, irgendwelche letzten Worte? Funz, Schweinerei. Okay, meine letzten Worte, ich muss irgendwie noch ein paar Schimpfwörter loswerden. Arschloch, Sackratte, Pissgesicht, okay, reicht.
Ja. Tschüdeli.